dann sage ich herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den SV Hennstedt Ulzburg. Endstand vor 3453 Zuschauern 36:20. Ich begrüße den Gästetrainer und bitte ihn um sein Statement. Hallo, schönen guten Abend. Ja, also wir, klingt vielleicht blöd, aber wir sind so ganz unzufrieden mit dem Spiel, sind wir gar nicht. Wir haben uns kleine Ziele gesetzt für das Spiel und haben einige von denen sogar erreicht. Dass es hier natürlich extrem schwer wird, Punkte zu holen, das war klar. Wir sind, was Verletzungen angeht, sind wir im Moment stark gebeutelt. Haben auch, vielleicht hat das der ein oder andere mitgehört oder erfahren aus der Presse, dass wir auch über eine Absage des Spiels nachgedacht haben, haben aber gedacht, das ist wahrscheinlich nicht das Beste auch für die Heimmannschaft hier und haben dann gesagt, okay, wir wollen hier antreten. Es wäre auch, wenn man einen neuen Termin suchen würde und mit voller Kapelle hier antritt, wäre es natürlich immer schwer, hier auch Punkte entführen zu können. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir probieren das Beste aus dem Spiel zu machen. Haben, wie gesagt, einige kleine Ziele haben wir erreicht. Was schwierig ist im Moment natürlich für uns konzeptionell im Angriff. Wir haben nicht die individuelle Qualität, dass wir sagen können, wir haben ein, zwei Spieler, die aus dem Nichts Tore machen können. Deswegen sind wir da wirklich auf Timing und Tempo im Angriff angewiesen. Das ist natürlich schwierig bei dem kleinen Kader und weil auch Leute reaktiviert wurden, die gar nicht mit der Mannschaft trainieren soweit. In Abwehr bin ich gar nicht unzufrieden. Man muss sagen, dass wir 10-2 Gegenstöße laufen. Das heißt, wir kriegen 8 Gegenstöße mehr. Das ist ein Punkt, wo ich nicht mehr zufrieden bin und der auch das Ergebnis natürlich sehr hoch ausfallen lässt. Wenn wir in dem Punkt da besser gewesen wären, dann hätten wir hier vielleicht auch mit 8-9 Toren verloren. Und dann muss man auch sagen, mehr ist im Moment für uns hier in Erlangen sowieso nicht drin. Und dann sagen wir nur Glückwunsch zum verdienten Sieg und fahren mit erhobenem Haupt nach Hause heute. Vielen Dank, Herr Karpowski. Robert, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, auch schönen guten Abend. Ja, ich bin auch zufrieden. War wieder eine schöne Stimmung in der Halle. Erst einmal diese Black Knight erlebt, auch super. Aber natürlich auch mit unserem Spiel. Auch wenn wir wussten, dass Hennstedt sehr viele Probleme hatten. Normalerweise haben wir immer ein paar Mal Probleme gehabt mit solchen Spielen, die vielleicht im Mittelfeld spielen, nicht obere, die 3, 4, 5, 6 Top-Mannschaften und vor allem nach der Pause. Und das fand ich heute war richtig, richtig gut, dass wir auch zweite Halbzeit mit 6 Toren gewonnen haben. Das war auch eine kleine Aufgabe von uns. Wir können sogar ein paar Mal ein bisschen höher gewinnen, mit ein paar verschossenen Gegenstößen und so weiter. Damit bin ich zufrieden. 8 Tore erste Halbzeit auch. Natürlich unsere Abwehr, dass man ein paar mehr reinkriegt. Zweite Halbzeit ist auch normal. Wir haben uns vorgenommen, auch mehr zu laufen, mehr Druck machen, mehr Gegenstößtore. Ich glaube, wir haben erste, zweite, dritte Welle, schnelle Mitte, 14 oder 15 Tore. Das war auch eine Aufgabe heute. Und da wollen wir uns weiterentwickeln. Und das, finde ich, haben wir auch gut gemacht. So ein ordentliches Spiel. Ein sehr stabiles Spiel wieder und damit bin ich sehr zufrieden und wir haben viele von unseren Ziele erreicht, diese Hinrunde, uns auch weiterentwickelt, was das Wichtige für uns ist, immer noch und für jedes Spiel und das haben wir auch ein bisschen gezeigt heute. Danke Robert. Stefan, wie hast du die 60 Minuten gesehen? Ja, ich glaube, zum Spiel ist alles gesagt. Wir haben glaube ich, wieder ein Spiel in einem außergewöhnlichen Rahmen gesehen, für die zweite Bundesliga überragend, mit fast 3.500 Zuschauern gegen einen, bei allem Respekt, ja nicht so namhaften Gegner. Also das ist wirklich unglaublich, was hier nach wie vor an Resonanz uns erreicht. Und ja, das war das letzte Rückrundenspiel. Ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit dem bisherigen Verlauf der Saison. Wir haben die Hinserie jetzt mit 5 Minuspunkten abgeschlossen. Das war in etwa das, was wir uns auch vorgenommen hatten. Natürlich hofft man immer, dass der ein oder andere Punkt vielleicht noch auf unserer Habenseite gelandet wäre. Aber insgesamt, glaube ich, in dieser ausgeglichenen und auch teilweise verrückten Liga können wir wirklich sehr, sehr zufrieden sein mit dem bisher Erreichten.
Und an dieser Stelle, ja, jetzt kurz vor Weihnachten, glaube ich, gilt es einfach auch mal Danke zu sagen. Das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Wir haben nächste Woche noch das letzte Spiel dieses Kalenderjahres. Auch da müssen wir nochmal Vollgas geben und alles mobilisieren, denn Neuhausen ist sicherlich ein Gegner, der uns alles abfordern wird. Die sind ganz gut in der Spur wieder. Ja, ansonsten, wie gesagt, gilt es einfach, glaube ich, Danke zu sagen allen Beteiligten, natürlich der Mannschaft, dem Trainerteam, dem gesamten Organisationsteam, den vielen Helfern, auch den vielen ehrenamtlichen Helfern, den Sponsoren, den Mitgliedern unserer Gremien und natürlich auch den Journalisten und alle, die dazugehören. Und herzlichen Dank und schöne Weihnachten und wir sehen uns dann ja nächste Woche schon hier wieder. Danke, Stefan. Zeit für eure Fragen. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Ich habe zwei Fragen an dich. Du hast in der zweiten Halbzeit irgendwann mal mit Jan Stochel gesprochen. Ging es darum, ob er dann eventuell noch kommt? Und Teil zwei der Frage, so kurz vor Ende warst du ein paar Mal leicht erregt, stinksauer auf einige Aktionen in deiner Mannschaft. Nein, also Jan war vor ein paar Tagen krank. Er kam heute zum Treffpunkt und hat es ihn wieder erwischt. Da hat sich nicht gut gefühlt. Er hat gesagt, ich sitze auf der Bank, ich mache mich warm, aber das Spiel ist so gelaufen wie heute. Und dann habe ich ihn gehört, wie er sich fühlt und so weiter. Und nee, er wollte einfach nicht spielen und das war gut von ihm. Jetzt hat er ein paar Tage, kann er sich wieder gesund machen. Ja, und das war diese Sache mit zweite Welle und so weiter. Da, das, was wir weiterkommen wollen, diese kleinen Sachen. Und jetzt hat man eine super Möglichkeit, immer solche Sachen zu üben. Das kann man vielleicht nicht machen, wenn es 2020 steht. Oder da muss man jede kleine Möglichkeit nutzen, um da weiterzukommen. Das ist, wenn es 2020 steht, in Rücken sitzt und das richtig macht. Und da sind wir manchmal ein bisschen zu, ja, nicht das konsequent die Sachen durchziehen. Und das hat mich aufgeregt heute. Gibt es weitere Fragen? Thomas Scharrer, Nürnberger Nachrichten. Herr Andersson, was sind denn, wenn die Pause jetzt kommt, gut 5 Wochen, sogar 6, was sind denn so die Hauptschwerpunkte in Ihrer Arbeit, die Sie setzen möchten, bis es dann Anfang Februar weitergeht? Ja, erstmal haben wir ein bisschen Urlaub, das haben wir auch uns verdient, ein bisschen weg voneinander zu kommen. Und dann geht es wieder eine kleine Vorbereitung vor, 2 Wochen mit ein bisschen mehr Laufeinheiten, Krafteinheiten und so weiter, dass wir da wieder, wir haben das immer bis jetzt auch gut weitergemacht, aber noch ein bisschen erhöhen, diese Trainingssachen. Aber natürlich auch weiterhin mit Entwicklung noch mehr Tobias in unsere Mannschaft rein trainieren, dass da diese Sachen und ja, ganz normale 4 Wochen Vorbereitung für Rückrunde. Hannes Ries, Handballwoche. Andersson, Sie hätten Sebastian Preis nach seiner Verletzung schonen können. Sie haben es nicht getan. Na, ich habe das in Aue gemacht, weil das war ein bisschen enger Spiel. Aber da hat Bastian 2 Wochen richtig voll mittrainiert. Und der war eigentlich einsatzfähig gegen Aue schon. Aber dann habe ich nicht das für einen Zeitpunkt richtig gehalten, der auch Spielpraxis fehlt. Aber heute, der hat 100% jetzt 2 Wochen im Training gemacht. So das war super, ihn wieder 30 Minuten zu spielen. Abwehr mit Tobias, die sich ein bisschen kennenlernt und so weiter. So, es war eine super Möglichkeit von ihm und die wollte ich natürlich nutzen. Ja. Ja. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Oh. Gerne. Wenn Sie mal auf die Hinrunde zurückblicken, Herr Andersson, hat Sie die Mannschaft grundsätzlich positiv überrascht oder haben Sie vielleicht Sachen, die Sie jetzt auch nicht nennen, aber wo Sie sagen, naja, da bin ich eigentlich nicht so begeistert von, hätte ich mir mehr erwartet. Ja, gibt es immer Sachen, was wir verdammt viel besser machen muss, um
diese Aufgabe, wenn das klappt für nächste Saison und so weiter, da muss mehr kommen. Wir müssen uns weiterentwickeln, aber ich habe das, glaube ich, letzte Pressekonferenz oder vor ein paar Wochen gesagt, dass diese letzte Woche, was Spieler gezeigt hat, individuell und auch als Mannschaft, dann haben wir uns sehr, sehr viel weiterentwickelt. Und auch das, was wir wollen, das dauert immer ein bisschen Zeit, aber wir sind auf dem richtigen Weg, finde ich. Und das hoffe ich und das werden wir auch zeigen in Rückrunde. Dann sage ich vielen Dank fürs Kommen, unseren Gästen einen guten Nachhauseweg und auch von mir frohes Weihnachtsfest. Und wir sehen uns dann am 27. gegen Neuhausen wieder. Vielen Dank.